Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge Nummer 16 von Astronier. Ja, ich habe hier schon abgeladen, habe hier getankt, das haben wir schon gemacht, habe auch ein bisschen vom Laterit hier reingetan, damit wir da Kupfer rauskriegen. Kupfer ist dann Aluminium geworden. Da habe ich mich wohl wieder verhaspelt. Okay, nicht so schlimm, brauchen wir auch. Ja, müssen wir gucken, wie es weitergeht. Ich würde jetzt mal hier reinschauen, was möglich ist, Missionslogbuch und so, und das machen wir dann aber nach dem Intro, ne? Bis gleich. So, dann schauen wir doch mal. Wofür brauchen wir Laterit, Köder und Schalter? Sammel Zinkblende haben wir nicht. Entsperre Drucker und befestige den Boost-Modus. Umzugspacker, Entsperren Drucker, einen Packer. Drucker, kleines Räder. Augen auf Lithium. Ja. Ja, ich denke mal, da kommen wir jetzt gerade nicht weiter hier. Macht die Forschung was, frage ich mich gerade. Nein, die Forschung macht nichts. Das war eine Forschungsgeschichte hier, ne? Ja, dann setzen wir die doch mal rein, damit das auch wieder läuft. Hier unser Expeditionsfahrzeug. Hier ist noch mehr Forschungsmittel. Warte mal. Dann will ich hoffen, dass ich das gerade von da nach da wieder gepackt kriege, weil das macht Sinn. Ja, da ist aber noch was drinne. Was ist das für ein Teil hier? Forschungsprobe auch, okay. Noch eine und da hinten. Schrott zum Forschen oder was? Okay, das haben wir geklärt. Jetzt ist die Frage, was kommt als nächstes? F, drucken wir. Ein Traktor haben wir schon. Hänger haben wir auch. Kleiner Kanister. Kupfer, Arbeitslicht. Kupfer haben wir immer noch nicht, ne? Das war wohl falsch gedacht von mir. Ja, Keramik und Aluminium. Keramik haben wir nicht. Mittelgroßer Generator, mittelgroße Plattform. Ich glaube, jetzt sind wir durch, ne? Ja. Also hier kommen wir jetzt gerade nicht so weiter mit dem, was wir bauen könnten. Dann gucken wir hier rein. Gemisch, großer Drucker ist klar. Schmelzofen haben wir schon. Forschungskammer haben wir schon. Vielleicht sollte man eine zweite bauen, geht schneller, ne? Große Plattform, große Plattform, große erweiterte Plattform, Buggy, großer Drucker, Schmelzofen, Forschungskammer, da waren wir schon. Also wir haben erstmal hier alles geklärt. Müssten jetzt mal gucken. 1007, aber wir haben gerade mal, ja, so ein paar Punkte haben wir, Verbindungen. Den Autoarm haben wir ja da hinten liegen. Ach, wir wollten da hinten, lass uns das erst machen. Wir wollten da hinten einen Generator hinstellen. Der Generator wurde im Rucksack hergestellt. Ich glaube, der wurde sogar im Rucksack hergestellt, ne? Jetzt kommt er. Ja. Was brauchen wir dafür? Einfach nur Gemisch. Haben wir Gemisch hier liegen? Nicht so wirklich, oder? So, das bedeutet, wir können jetzt hier mal gerade noch nachlegen. Der kann aber nicht, wie wir sehen, weil er voll ist. Aber wenn wir das jetzt hier wegnehmen, geht es ja wieder weiter. Da haben wir jetzt Aluminium auf dem Reck. Ach so, auf der anderen Seite war noch was. Naja. Mach's dahin und den auch noch dahin. So, dann läuft das erstmal. Wir müssen zum Autoarm, der wohl da hinten ist, oder? Ich glaube ja. Und wir nehmen den Trecker mit, weil der laden kann. Deswegen steige ich da lieber ein. Gut. Geht da so? Ich glaube ja, ne? Hier ist unsere Top-Leitung, die wir aufgegeben haben, einfach aus dem Grund, weil Mordak auch gesagt hat, das wird ewig dauern, bis wir da hinten ankommen. Warte, aber der hat ja keinen Strom, dann kann er mich nicht beklauen, ne? Hier wäre die Pflanze, die mir immer da das abnimmt. Ist das nur Schrott hier? Ich glaube, das ist nur Schrott, oder? Ist nur die Frage, wo wir noch Gemisch haben.
ist auch nur Schrott. Können wir nur feststellen, wenn wir absteigen, ne? Schutt. Schutt. Sauerstofffilter. Wieso nimmt er den jetzt nicht auf? Ja. Normalerweise packt man das doch an und dann geht das, oder? So wie hier. Und da geht das nicht. Komisch. Weil er in der Erde steckt. Gucken wir mal. Ja, weil er in der Erde steckt. Gut getroffen, ne? Voll daneben. Okay, das haben wir. Da hinten war Gemisch. Dann mal los. Da war auf jeden Fall noch Gemisch. Kein Strom mehr im Wagen, ne. Das bedeutet einmal absteigen. Einmal kurz den anschalten, der wieder voll wird. Und dann können wir nächstes Mal wieder weiterfahren. Und hier war Gemisch, oder? Ja. Dann packen wir da mal was an, dass wir was kriegen. Oh, Rucksack ist voll, weil wir da nicht ausgeladen haben, sehe ich gerade. Das war wieder geschickt von mir, ne? Das war wieder geschickt von mir. Habe ich nur den Anhänger leer geräumt, ne? Ja, auch geklappt. Wo ist das Teil hingefallen jetzt? Da. Da. Ich glaube, einer geht noch drauf, oder? Ja. Wunderbar. Rucksack wegpacken. Weiter abbauen. Da ist auf jeden Fall auch noch was, aber kam ich leider nicht dran. Ja, super. Die Forschungsproben, die fallen mir da jetzt rein. Weil ich nicht aufgepasst habe, ne? So, jetzt sind sie so tief, dass ich wahrscheinlich nicht mehr dran komme. Ja, genau so ist es. Lass uns im Rucksack erst noch Dingens machen. Wie heißen sie? Verbinder, weil ich glaube, wir haben gar keine dabei. Da oben ist noch ein Teil. Verlängerung war das nicht, ne? Ne, Verbinder brauche ich. Da sind sie. Hab natürlich jetzt auch gar kein Dingens, ne? Ja, es ist Gemisch dabei. War wieder gut geklappt. Habe ich eins abgebaut und das ist jetzt gerade hier. Jetzt produzieren wir die gerade. So. Rucksack wieder zu. Einmal Tee bitte. Weil ich möchte dann doch so ein bisschen gesicherte Schicht haben, wenn ich hier gleich runterfliege, dass ich da unten schon ein bisschen was habe. Kriege ich den auch noch woanders hingesetzt, dass die Verbindung da ist? Ja. Weil ich kenne mich. Ich falle da nämlich jetzt gleich rein, komme nie wieder raus. Ich habe gedacht, der hat gerade einen Klick gemacht und hat er dann doch nicht, ne? Sieht von hier unten natürlich gewaltig aus, ne? Ist da auch noch mehr? Ne, ne? Da ist, glaube ich, alle. Da ist noch was. Da ist auch noch was.
Hier ist aber nichts mehr, ne? Da ist Ende. Da ist Ende. Gut, hier nochmal schauen. Da ist noch was. So, jetzt fällt mir das dicke Ding natürlich auch runter. Das müsste ich jetzt aber irgendwie wieder hochkriegen. Ups. Füll's dahin, dass ich es da wieder kriege. Ich will es hoffen. Ich glaube, da ist auch nichts mehr. Da ist alles weg. Hier ist auch alles weg. Da ist noch was. Da ist noch mehr. Ich glaube, das war es jetzt auch mit Sammeln, ne? So, jetzt müssen wir hier nur rauskommen, ne? Jetzt fällt der Überschein ganz nach unten, ne? Ich sehe ihn nicht mehr. Ne. Keine Ahnung, wo er jetzt ist. So, das bedeutet, wir müssen jetzt hier irgendwo eine Rampe bauen, die uns hier rausbringt. Es schafft natürlich nicht ganz raus, ist klar. Gibt es jetzt hier eine Rampe, die ich sagen würde, ja, so kriegen wir das gut hin. So, wenn ich da jetzt hingehe, komme ich da überhaupt hin? Ja, komme ich. Komme ich hier auch raus? Ja, komme ich. Sehr gut. Okay, dann haben wir das geschafft. Paket ist wieder voll. Auto ist da. Buchse einmal entleeren. Ne, die bleiben drinne. Der kann dahin. Beiden Forschungsproben dahin. Der dahin. Der dahin. Der dahin. Der dahin. Jetzt haben wir wahrscheinlich im Werkzeug noch was. Ja, auch nochmal, was wir schon früher gemacht haben. So, ich glaube, 4 und 4 ist voll. Ist das Erde? Okay. Das heißt 3, 4, 5, 6, 7 Stück können wir wohl machen. Dann werden wir uns darum kümmern, dass wir die 7 noch kriegen. Ist das so nah an der Basis gewesen? Nee, ist auch nicht auf dem Auto packen, warum? Oder doch? Wo ist jetzt das Superteil? Dieses Forschungsteil habe ich doch hier hingelegt, oder? Ja, das ist dann ins Nirvana gegangen wahrscheinlich.
Also ich glaube, runtergefallen war das nicht, oder? Ist irgendwie aus Versehen dann rumgespawnt irgendwo, ne? Ne, sieht nicht so aus, dass ich es irgendwo hier habe. Bisschen doof gelaufen, ne? Ah, da oben liegt's. Da oben liegt es. Wusste ich gar nicht, dass ich so weit das hin tun konnte. So. Jetzt wird's spannend, ne? Da ist die Basis. Gab's noch mehr für, ne? Oder wie war das? Oh, fast meine Sachen kaputt gehauen, ne? Forschungsgegenstand. Da hinten hin. Läuft, super. Okay, wieder zurück. Und voller Tatendrang da reinspringen. Ne, wir machen erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.